Geht's dir gut, Bille? Ja. Na los, sieh, komm. Was gibt's? Aua, das war meine Abend. Und puff. Und puff. Du. Nein, nein, nicht den Arm, nein. Ich denke, dass das kommt! Digga! Es ist einfach alles viel zu riesig. So, mein Outfit of the Day. Tada. Einmal diese Jacke hier, das ist von Zara eine. Die hat so einen Tunnelzug hier unten drin, kann man hier erkennen. Dann habe ich noch dieses Oberteil hier an, das ist von Primark. Einfach ein ganz normales, gestreiftes. Diese Hose hier, die ist von Kick. Herrenabteilung auf jeden Fall. Ja. Alles gut. Hey. Ach, da ist schon jemand drin, der quietscht. So. Und einmal der Winnie. So. Es ist noch gerade ein kleiner Gast gekommen. Da sitzt die Übeltäterin. Hallo, Mizi. Alles gut, Hund ist weg. Hund kann nichts machen. Hi. Miau, machst du? Hi. Na, mein Schatz, alles gut. Du kennst mich doch. Süß. Guck mal. Und was macht ihr Lütschen hier schon wieder für einen Krach? Das sieht super süß aus, was ihr da macht. Das sieht verdammt niedlich aus. Mit so einem Set. Das Eck. Und ja, es sind, glaube ich, eckige Steine. Ja, trotzdem sind es eckige Steine. Quadratische. Woo! Geil. Oh mein Gott. Du siehst aus wie so eine Böse. Ich glaube, ich kann das wieder tragen. I'm shocked. Weil das war immer super eng hier. Und jetzt ist es locker. Voll geil. Ja, weil das war immer so ein Lieblingsshirt von mir. Und das war auch immer irgendwie zu kurz. Jetzt ist das voll lang. Hallo, Mizi. Hallo. Hi. Ne? Feines Mädchen. Ja, hallo. Hi, Bella. Und? Spielst du mit, Bella? Der geht dran vorbei. Das ist mies. Dieser ist scheiße. Oh, Junge. Junge! Hallo! Hallo! Ich halte doch gedrückt! Immerhin noch zwei getroffen, Mensch! Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett.
Natürlich, ich bin gerade am Fressen. Was ist? Es kommt die Post. Tada, ein Paket. Und bei irgendeinem Nachbarn von uns geht jetzt die Dauerklingel. Jo, Pech, ne? Auf jeden Fall werde ich das dann jetzt gleich auspacken. Ich glaube, das sind meine neuen Handyhüllen für das Handy hier. Also für mein iPhone 11. Und ja. So, ich habe jetzt endlich mal aufgefressen. Und ja, mal gucken, ob das die Handyhüllen sind. Aber ich glaube schon. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mir 4 Stück bestellt. Einmal, die ist richtig schön, oh mein Gott, also die sieht einmal so aus, ey, die ist richtig schön, so marmormäßig und so, und ja, dann habe ich mir noch so eine bestellt, die ist so lila mit Schmetterlingen und ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich lila sehr, sehr gerne habe, deswegen. Und die ist auch richtig stabil, also das ist eine Hardcase, das ist eher so eine, wie man sieht, so eine biegsame. Die hat noch hier so blaue Knöpfe. Dann habe ich mir noch so eine mit so Marmor bestellt. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Also, ja. Das ist auch wieder... Nee, die ist eigentlich auch eher biegsam. Und noch eine richtig coole. Und zwar ist das eine, die habe ich mir extra für Konzerte geholt. Weil die kann man sich so umhängen. Woo! Und die sieht halt so aus. Also mit so einem... Flugzeug und so weiter und so fort. Finde ich halt super schön. Und ich finde das sowas von cool, dass die jetzt schon angekommen sind, weil ich brauche die für ein Konzert. Und deswegen, ja, ich werde jetzt mal alle ausprobieren und dann zeige ich die euch nochmal. Also, mega. Richtig cool für Konzerte, für Festivals. So, und das ist einmal die... So, das ist die zweite Marmorhülle. Ich finde, glaube ich, die sogar noch ein bisschen schöner als die andere gerade eben. So, und das ist die lilane. Die passt halt perfekt zu meinem Handy, weil ich halt auch ein lilanes Handy habe. So, das ist mein Outfit of the Day. Also erstmal für heute Morgen. Ich habe hier einmal mein Tour-Shirt von Service Avenue. Das ist von 2018 der Tour. Dann einmal diese Hose hier, die ist von Lidl. Ist so eine Sporthose, wie man erkennen kann. Und ja, die geht halt so weit. Keine Ahnung. Und ja. Und dann dreht er am Rad. Und ich habe ja seinen Sitz eingebaut wieder, weil er draußen war. Und den machst du mal sauber alles. Bella! Bella! Das können wir ja gar nicht machen, Mensch, ne? Was? Einkaufen gehen. Vayamos en tema de su luz antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Digga, was ist hier los? Alter! Die sitzen ja da komplett alle oben. Toll, ne? Seid ihr beste Freunde? Ja. Hast du einen kleinen Freund, Bella? Ja? Zur kurzen Info, die Videos, die jetzt folgen, sind von einem Fest bei mir in der Stadt. Und alle Leute sind da getestet, geimpft oder genesen. Deswegen, ja... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so optimal war oder so. Aber es hat auf jeden Fall stattgefunden, deswegen. Oh.
Oh.